Wir haben ein Fahrradschloss entwickelt, was es so noch nicht vorher gab, denn es besteht zu einem großen Teil aus textilen Fasern. Und das ist die Innovation daran, denn die textilen Fasern erreichen, dass das ganze Produkt leichter wird und wesentlich flexibler zu handhaben ist. Wir bringen Farbe ins Spiel, und zwar in Form von einem Muster, was wir über die Flechttechnik erreichen. Das Fahrradschloss kann viel flexibler eingesetzt werden am Fahrrad, weil es eben um enge Radien auch sich drumherum winden lässt. Die Idee von Texlock ist ein Mehrlagenaufbau im Seil, und da hat jede Lage eine eigene Funktion. Das geht über Feuerfestigkeit, Schnittfestigkeit. Natürlich gibt es auch einen Metallkern, der der Säge sozusagen widersteht. Und dieses in Kombination führt dazu, dass man mehr als ein Werkzeug braucht, um das Schloss aufbrechen zu können. Bei der Innovationsprämie ging es darum, dass wir verschiedene Designstudien und Anwendungen für die Produktidee unterstützt bekommen haben. Und die MEP-Förderung zielte eher darauf ab, dass es noch wesentlich weit gefasster ist, weil du hast sowohl eine Förderung im Bereich der Entwicklung selber, des Prototypings, aber auch eine Förderung für Marketingaktivitäten. Und diese Kombination ist wirklich sehr, sehr hilfreich und hat uns den Weg sehr, sehr stark geebnet. Ich mag, dass ich das so flexibel einsetzen kann, dass ich mein Fahrrad an einem Fahrradständer festschließen kann, aber auch einfach mal an einem Geländer, an einem Baum oder auch einfach mal zwei Fahrräder zusammen. Die Einzigartigkeit in der Förderung liegt tatsächlich aus meiner Sicht darin, dass Rücksicht genommen wird darauf, dass ein Produkt nicht nur aus Produktentwicklung besteht, sondern eben auch aus Marketing, und dass Mittel dafür auch zur Verfügung gestellt werden und die auch wirklich nutzen kann, um an den Markt auch wirklich heranzukommen.